Ich bin für dieses Recht eingeteilt worden, das Recht auf Gleichbehandlung. Und ich denke, dass das besonders Kinder betrifft, die vielleicht unter einer Behinderung leiden oder die die Sprache nicht richtig sprechen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, alle Kinder gleich zu behandeln und dass sich das auch Kinder vor Augen halten, damit eben diese Diskriminierung nicht unter Kindern stattfindet. Also, dass eben Kinder auch nicht andere Kinder diskriminieren. Okay. Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie die Botschafterin davon sind? Ich bekomme sehr viele Anfragen, vor allem auch seitdem ich mit UNICEF in Äthiopien war und auf die Gesundheitssituation dort aufmerksam gemacht habe. Und danach kam die Anfrage, ob ich nicht auch dieses Projekt unterstützen möchte. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Ja, okay, danke fürs Interview. Gerne.